Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21 Video hier auf diesem Kanal, Leute. Jawohl, Ski, Leute, als allererstes wollte ich mich nochmal natürlich bei euch fett bedanken für die 1K. Mittlerweile sind wir sogar fast 1030, sagt man glaube ich so, ne? 1030 Abonnenten. Huch, Kuss geht nochmal raus. Was da gestern passiert ist, ist ohne Worte einfach nur. Mittlerweile glaube ich jetzt auch nicht, dass es nur Fake-Accounts waren, weil mir wurde fast kaum was abgezogen. Mir wurden, glaube ich, nur 10 Abonnenten abgezogen oder so. Leute, es war einfach nur krank, was da gestern passiert ist. Dafür nochmal einen fetten Kuss und einen fetten Gruß geht an euch allen raus. Genau, Leute. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit FIFA Mobile. Und zwar, ich wollte ja eigentlich heute die Marco Reus Packs öffnen, Leute. Aber kleine Planänderung. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Ich wollte ja hier die ersten beiden holen. Ja moin, was ist hier? Okay, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht mitbekommen. EA, was habt ihr jetzt hier gemacht? Busquets, was? Also Leute, das werde ich nicht öffnen. Das ist schon mal fest, steht fest. Brauche ich nicht. Nee. Also das wird, die beiden Packs werden wir, denke ich mal, morgen öffnen. Denn ich habe eine kleine Planänderung gemacht, Leute. Da ich gestern Abend gesehen habe, wer im Team of the Week ist, Leute. Und zwar kein geringer als Müller, Leute. Müller ist zum zweiten Mal im Team of the Week. Im Januar-Team of the Week sogar. Jovic, by the way, auch aus der Bundesliga. Und ich werde mir diesen Müller für meinen anderen Müller holen. Ganz einfach, Leute. Ich werde mir hier mal kurz die SBC machen. Vielleicht ziehen wir ihn ja sogar. Genau, ich habe ja noch hier eine Insigne. Dann habe ich ja hier noch ein Matip. Die brauche ich alle nicht. Und dann hole ich mir jetzt nochmal zwei andere Spieler. Ich glaube, Müller kostet nicht so viel, aber ich will trotzdem mal mein Glück versuchen. Ich habe da lange schon kein Team of the Week Pack mehr geöffnet. Von daher, ja, genau. Also Müller ist gar nichts wert, Leute. Müller ist wirklich nur 400k, 500k wert. Das schmeckt auf jeden Fall. Deshalb habe ich eine kleine Planänderung gemacht. Ich wollte mir heute Müller holen. Und wir öffnen dann, komm, wir holen schon mal hier einen Jovic. Wir öffnen dann morgen zusammen hier die Packs. Ganz klare Hase, Leute. Morgen gibt es dann die Marco Reus Packs, versprochen. So, zack. Ich habe halt die Planänderung gemacht, weil ich halt gesehen habe, dass ein Müller im Team of the Week ist. Und ja, den Müller will ich natürlich haben, Leute. Ist ja ganz klar. Weil der ist auch ein bisschen besser als mein normaler Müller. Und ich werde dann einfach den Müller, ich werde den Müller, den ich jetzt habe, in diesen Müller dann rein trainieren. Ganz einfache Politik, Leute. Zack, absenden. Vielleicht haben wir sogar das Glück und wir ziehen jetzt. Dann hätten wir auf jeden Fall Coins gespart. Wenn nicht, hätte ich jetzt Coins rausgeschmissen, sage ich mal. Mal gucken, ob wir ihn ziehen, Leute. Mal gucken, ob wir ihn ziehen. Ich habe drauf gedrückt. Ndombele. Ja, moinski, EA. Danke. Ja, moinski, Leute. Wir kriegen Ndombele. Der kostet wahrscheinlich nur 10k oder so. Aber ich glaube, der wird um die... Komm, ich stelle ihn einfach mal für glatt 100k drauf. Wenn er rausgeht, freue ich mich. Naja. So, Leute, ich würde sagen, wir holen uns jetzt Müller. Der bringt mir nicht auch kaum was. Müller. Die Münzen habe ich ja sowieso. Ich mache mal 4,5. Ich glaube, da habe ich ihn letztes Mal gefunden. Ja, hier ist auch einer. Schnell. Und wir haben ihn, Leute. Sehr schön, Leute. Der neue Müller ist am Start. Er hat auch den gleichen... Er ist jetzt da ist schlechter, klar. Aber ich habe den anderen ja auch hoch trainiert. Wo habe ich Müller? Da habe ich Müller. Und ja, ich nehme natürlich immer die bessere Variante von einem Müller. Ganz klar. Und ja, ich finde, da hat er das Auswärtstrikot gehabt. Hier hat er das Heimtrikot. By the way, gestern Bayern. Ja, ich will nicht sagen glücklich, aber zum Glück haben wir 1-0 gewonnen. Ohne Gegentor, das finde ich eigentlich ganz nice. Die Abwehr war eigentlich ganz stabil bis in der zweiten Hälfte. Da haben wir ein bisschen geschwitzt wieder. Aber gut, GG auf jeden Fall nochmal an die Augsburger hier. Können wir ihn ein bisschen hochpushen? Ah komm Leute, wir pushen ihn einfach mal hoch. Ich hole mir einfach nochmal hier ein paar Team of the Week Spieler. Oder einfach nur 80 plus Spieler. Dann können wir den auch nochmal gut hochpushen. Zack. Unter 100k. Gut, jetzt schmeiße ich ja wieder. Gebe ich halt ein bisschen meine Münzen wieder aus. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. So holen wir uns einfach... Ach nee, ich muss ja... Lost. Ich habe einen Stürmer geholt. Brauche ich gar nicht. Ich muss mehr... Ey, Mann. Ich bin wieder ein bisschen besoffen hier. Am Ende habe ich jetzt keine Münzen mehr und ich kann Müller nicht hochtrainieren, Leute. Doch, kann ich. Zum Glück. Tolisso machen wir weg. Dorsch kann rein.
Rocker machen wir mal weg. Das hier weg, 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 das hier weg. Ist da noch einer von den Goldspielern, den ich brauche? Nee, okay, die können. Warte mal. Oh lol. Wartet mal. Ich will natürlich so viel wie es geht sparen. Ja, okay, das geht jetzt nicht. Dann nehmen wir aber hier nochmal ein paar Goldspieler raus, Leute. So, perfekt. 400k zahlen wir für das schöne Upgrade. Und Müller 91. Finde ich nice. Haben wir dadurch die 113 leider nicht. Aber auf jeden Fall, jetzt haben wir einen 91er Müller. Und die Stats sehen schon deutlich besser aus, muss ich sagen. Gut, jetzt fehlen mir wieder ein bisschen die Coins, ne? Aber gut. Ich hoffe, dass wir morgen rausziehen. Dann hat sich das Coins-Problem auch erledigt. Huch. Ja gut. Ich glaube nicht, dass es das passieren wird. Ich hoffe mal. So, wir spielen hier gegen den guten Kollegen nochmal ein Ligaturnier. Ich glaube, das werden wir verlieren. Wir haben, glaube ich, 4 oder 5 Ligaturniere hintereinander gewonnen. Das war auf jeden Fall zu nice. Jetzt die erste Niederlage, gut. Vielleicht können wir es ja noch irgendwie packen. Ich hoffe es. So, rein da. Hier, der neue Müller. So, eigentlich vom Charaktertyp hat er sich nicht geändert. Nur halt die Karte. Sieht anders aus. Und hat ein bisschen bessere Stats. So. 1-0. Lewandowski 2-0. Sehr schön. Bailey. Oh. Götze kommt nicht dran. Oh, komm, Beckham. Jawohl, 3-0. Bailey. Na, Götze. Jawohl, 4-0. Wichtig. Komm, Bailey, weg damit. Bailey geht vorbei an Alaba, sehr schön. Und Bailey macht nicht. Aber Götze mit dem Wunder. Kein Tor, Dropkick war das. Sehr nice, Götze. Herr Götze, ja moin. Bailey, komm, geh vorbei. Vielleicht streame ich heute auch, Leute. Mal gucken. Ich hatte jetzt 2 Tage nachher gestreamt. Wenn die Zeit ist, da ist, ich kann es euch wirklich nicht versprechen. Aber wenn ich streame, vielleicht um den Dreh so 16 Uhr. Aber ich kann euch wirklich nichts versprechen, weil ich habe jetzt 2 Tage hintereinander gestreamt. Na, mal schauen. So. Bailey kommt und Lewandowski 9-0. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Komm, da oben ist Bailey. Lyon. Nein, das war dumm. Ich hätte noch nicht laufen können. Das Europa League Event ist ja heute vorbei. Ich habe da jetzt schon alles abgerufen und so. Ich bin jetzt fertig mit dem Europa League Event. Ich werde das heute nicht mehr spielen. Genau. So, zum Hinweis. Oh! Ja, Müller macht ihn sehr stark. Sehr, sehr gut, Müller. Komm, bring ihn auf den Mann. Robert Lewandowski, Leute, 11-0. Sehr nice. Götze, jawohl, 12-0. Ah, 15 Tore sind auf jeden Fall drin, ne? 15 Tore sind drin, Leute, komm. Hoch damit. Oh, Lewandowski, ein bisschen zu langsam. Bailey, komm. Ja, jawohl, perfekt, 13-0. Ah, der muss, Götze, der muss, Minjung, der muss, jawohl, 14-0. Ja, 15 Tore sind drin, jawohl, geht, Leute. Sehr nice, sehr, sehr nice. So, 15. Komm, Lewandowski, jawohl, 16. Ah, kriegen wir noch eins hin. Steilpass auf Bailey und ganz unten ist Mario Götze. Oh, Ecke vorbei, schade. Egal, 16 Tore ist eine sehr, sehr gute Anzahl an Toren gegen einen gleich starken Gegner. Muss man hier mal sagen. Oh, 3 Nachrichten. Habe ich da jemanden? Ja, perfekt. Den Dombele hat sich verkauft. Ja, gut. Leute, ich gehe nochmal kurz ins Top-Stars-Event rein. Da habe ich gespielt. Heutigen Tag. Können wir da hinten nochmal was öffnen. Und zwar hier die Packs hier. Gucken, kriegen wir einen Meister-Token auf Ehre. Ah, erhöhte Wahrscheinlichkeit. Leider nicht. Komm, ihr gönnen. Gönn. Ah, erhöhte Wahrscheinlichkeit. 60%. Komm, EA, bitte gönnt. Bitte einmal. Ja, hä, was? Max, also nein, maximale Orten lost. Na egal, jetzt kriege ich einen. Huch, da war ich kurz ein bisschen, naja. Lost, hier ist der Meistertoken, jawohl. Sehr schön. Und einmal können wir noch, aber ich denke mal nicht, dass wir da jetzt nochmal einziehen. Ja, war klar. So, Leute, hier habe ich 4. Und ich will mir einen Gnabry holen. Den werde ich dann erstmal ins RF stellen, ich weiß. Macht einen Skillboost ein bisschen runter. Aber den will ich einfach spielen. Genau, Leute. Können wir einen Skillboost? Ja, können wir. Oh, 2 Spieler, jawohl. 9er Skillboost. Haben wir jetzt vielleicht die 100? Boom, Leute, 113. Jawohl, Leute. Hat sich doch gelohnt. Hat sich doch hier gelohnt. Und wir kriegen auf jeden Fall auch bald die 114. Ich muss noch 4 Ränge.
Wir können ja mal kurz gucken, wie viele Rangsplitter ich habe. 110. Fehlt noch ein bisschen, dann können wir auch die 114er Gäste freischalten, Leute. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Mit dem FIFA-Mova-Video wieder mal eine geile Folge hier zum Schluss. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, natürlich immer gerne Like und natürlich auch abonnieren. Es kostet euch keinen Cent, es dauert nur 3 Sekunden und würde mich natürlich sehr, sehr supporten und freuen. Genau, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen in der Folge wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.